So. Was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Sag du es mir. Mahlzeit, Freunde. Nein, Mahlzeit wollte ich eigentlich nicht mehr sagen, weil das Kacke ist. Es ist so viel. Also ich finde Hallo zusammen, sage ich eigentlich mit Absicht, weil es geschlechtsneutral ist. Und weil mir keine andere Begrüßung, die allen Geschlechtern, ob Männlein, Weiblein oder diverse, gerecht wird. Deswegen sage ich mal Hallo zusammen. Ich habe mir jetzt in letzter Zeit angewöhnt, versuchen zu sagen, Hallo und herzlich willkommen. Okay. Zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Genau. So. Ne, heute zu Besuch beim K-Graf, denn der K-Graf hat eine Presse, die ich nicht habe. Ja. Und wir machen heute was ganz Tolles. Nämlich? Tadadada. Querlenkerlager umpressen. Tadadada. Ja, mega. Ja, also das ist mega. Und zu dem Fahrzeug, was ist das für ein Auto? BMW E39 525i, Baujahr 2001, 192 PS, wie wir damals gemessen haben. Ach ja, stimmt. Ja. Das war der, wo wir, genau, die Leistung gemessen haben. Volle Leistung nach 200.000. Der noch volle Leistung auf 200.000 Kilometer hat. Ja, Querlenkerlage einpressen. Ich glaube, hast du mitgebracht, ne? Ja. Hast du mitgebracht? Alles da. Fall, Einbaulage? Einbaulage ist da, steht auf dem Querlenker. Perfekt. Wohl, deswegen sollte das kein Problem immer sein. Immer richtig einpressen, ne? Eben. Ne? Weil ich habe mir so überlegt, man hätte auch natürlich den ganzen Querlenker tauschen können, aber das Traggelenk vorne ist ja noch in Ordnung gewesen. Und es ist mal interessant, halt so einen Querlenker zu tauschen. Ja. Zu sehen, wie man sowas umpresst. Ja. Ne? Ich hatte vor kurzem ein Video gemacht, das ist glaube ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht online. Da habe ich allerdings die Querlenker getauscht, weil ich dann immer sage, für einen selber, finde ich, kann man das ruhig machen, so Querlenkerlager tauschen. Aber ich sag mal, wenn es jetzt wieder für jemanden ist, wo man dann auch sagt, okay, den möchte ich auch vielleicht so ein Jahr nicht sehen, ne, das Auto, ja, dann ist es wahrscheinlich schlau, dass man dann auch unterm Strich mal irgendwie komplett neue Querlenker rein. Vor allen Dingen, ich sag mal, das sind ja jetzt auch gerade, ne, du hast also auch nur ein Querlenkerlager pro Querlenker. Ja, ja, weil genau. Bei dem Golf war es ja so, du hast ja vorne und hinten eins. Und, hin. Und wenn du dann nur das hintere machst, ist auch irgendwie scheiße. Und davon habe ich so eine Schraube abgerissen, also war das da die Entscheidung, einfach neue Dinge reinzuschmeißen. Aber generell, wenn man das Equipment hat, kann man das rucki-zucki machen. Und die Dinger, die kosten ja nun wirklich nichts. Ne? Nee. Und das sind ja so gerade Lager. Ne? Also ich sag mal, da ist nichts abgesetzt. Ist doch recht einfach in dem Fall. Ja. Raus und rein. Ja. Ne, wenn man das passende Werkzeug halt dafür hat. Ja. Wieso nicht? Ne? Absolut. Ja. Unterbodenverkleidung habe ich schon ab. Das heißt, wir sparen uns da so ein bisschen Arbeit. Perfekt. Würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Ne? Ja, machen wir. Perfekt. Wir legen los. Und jetzt. Ah, da ist er. Da ist er. Ich wollte schon sagen, ey. Hört sich an wie meine Bohrmaschine. Ja. Das ist dann auch immer die Sprüche, die ich mir alle dazu anlerne. Du musst echt aufpassen, das Ding hält nicht. Es gibt hier eine Schale, sonst okay. Ja, wir pölen die sonst hier gleich alle quer durch die Rase. So. So. Ist das an dem vorderen oder an dem hinteren Querlenker? Du hast noch. Nee, das Moment, ist der hier. Du hast hier. Ach, der vordere. Alles klar. Der vordere, untere. Und hier ist der hintere, untere. Der ist aber in Ordnung. Ja. Wir müssen den hier raus. Das heißt, wir müssen im Prinzip das Federbein einmal kurz anlösen. Okay. Damit wir das Ding runterziehen können, so ein bisschen. Ja. Aber sonst kriegen wir den hier nicht hochgedrückt. Ja, okay. Also. Du hast eine Führung raus. So, ja, dann legen wir erstmal hier unten los. Machen erstmal die Schrauben von der Abdeckung hier. Wird darüber, sind das Rundlöcher oder wird darüber irgendwie Sturz oder Spur eingestellt? Sturz eingestellt? Nee. Also rund, ganz normal keine Langlöcher drin? Nein. Also da einfach nur raus und fertig. Das ist doch geil. Ah, die Luftführung für die Bremse muss noch raus. Das geklipst du, oder? Ja, nee, warte, hier ist 8, glaube ich, ja. Jetzt gibt das Ganze ja so nach, dass du da theoretisch, ne? Ja, weil die Schraube ist sehr lang, ne? Ah, da musst du komplett raus, dann kommst du nicht dran vorbei? Nee, okay, du kriegst die Schraube dann nicht raus, weil okay, die ziemlich lang ist. Deswegen hier noch. Da ist eine.
So müsste das eigentlich dann passen. Ja, ja, also das sieht jetzt wirklich so aus, als hätte sie ohne Ende Platz. Ja, ja, ne? Das passt. Ja, hier. Wie jetzt auch ja, so lang ist die Schraube jetzt auch nicht. Also das ist schon noch. Mal gucken, was wir hier für eine Schlüsselweite haben. 21. Das ist jetzt 19 hier. Das sind 18. Ja, 18 ist das. Brauchst du 18er Nuss mit. Ich versuche das Ding jetzt erstmal so zu lösen, gucken, ob sich das mitdreht. Scheint aber loszugehen, oder? Ja, jetzt dreht sich mit. Nur leicht gegenhalten. Die Schraube hier so vorbei bekommen. Müsste aber passen, oder? So. So, also. Zack. War die eine Seite schon gelöst. Und jetzt ist das bestimmt unten, was ist das, 24? Oder ist das, das hier die 22er. Ach, 22 ist das, okay. Genau, das ist 22 hier. Leichtigkeit für den Hässeling. So, hier ist noch eine Unterlegscheibe, ne? Die muss man danach wieder natürlich runtersetzen. Und jetzt geht es darum, das Federbein soweit zu lösen. Das ist dann die Querschraube, ja? Und das ist hier diese Querschraube. Die müssen wir lösen und dann einmal ein Stück runterziehen. Ne? Ah, okay, alles klar. Dann für den ja, genau, weil du sonst nicht nach oben wegkommst. Ne? Richtig, richtig. Das müsste reichen. Einfach mal anlösen. Wir müssen uns hier nichts markieren, weil das Ding ist so verschmockt, da siehst du, wie weit du wieder reindrücken musst. Okay. Ja. Aber das Ding hat keine Nut, wo die Schraube dann später durchgeht? Dann weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Aber stellen wir aufs alte Maß dann, ne? Ja, ja. Geht das so oder brauchst du einen Hammer? Also, warte, wie machen wir das jetzt am besten? Also hier sieht man auf jeden Fall schon, dass er sich löst. Jetzt müssen wir es ja irgendwie natürlich runterbekommen, ne? Das ist die Frage, ob wir dann einen Hammer... So meinst du? Ja. Müssen wir mal so richtig einen auf den Abzieher zwirbeln, oder? Sehr gut. So, Querlenker ist raus. Das ist das Gummilager. Das werden wir jetzt einmal umpressen. Und hier sieht man auch ganz schön, wie es gerissen ist. Das zeige ich euch dann gleich. So Leute, hier ist der Querlenker nochmal. Ich wollte euch das einmal kurz zeigen. Na, wo man, ob man die Risse hier irgendwie vernünftig sieht. Da sieht man ganz gut, wie der eingerissen ist. Und die andere Seite. Da innen ist das Lager auch komplett ausgerissen, sowie hier an den äußeren Rändern. Also hier vorne. Also wir müssen das rauspressen. Achtet darauf beim Auspressen, dass ihr links rechts den gleichen Abstand habt. Soweit ich weiß, muss das Lager in dem Fall mittig sitzen. Also prüft einmal mit dem Messschieber hier die Abstände. Links, rechts, dass ihr das dann vernünftig wieder in Position bringt. Weil sonst habt ihr das Problem, dass es dann außermittig sitzt und dann eure Fahrwerksgeometrie halt, ja, doof ist. So, dann pressen wir mal eine Runde. Gucken mal, wie das hier so aussieht. So, bauen uns mal ein Türmchen hier.
Und wir haben jetzt gemessen, also diese Seite, also die Seite, wo der Aufkleber normalerweise im Normalfall ist, guckt der 14 mm raus. Oh, warte. Also, mal, du kannst die Bremsscheibe noch runter wegnehmen und auf dem anderen Ding. Das ja, ist das immer nur. So, und dann haben wir jetzt hier im Prinzip eine Hülse drunter, wo das Querlenkerlager jetzt gleich reinfällt. Und darüber halt ein normales Druckstück. Mit einer Hand hier den Querlenker festhalten. Und dann einfach, und ich mache hier nochmal zu richtig. Ja. Und dann heißt es einfach nur Attacke. So, und dann einfach nur durchpumpen das ganze Teil. Geht wie Butter. So. So. Top. Warte, du musst erst wieder lösen, ne? Lösen, siehst du, das vergessen. Ja, das vergisst man immer, ne? Beim letzten Mal auch. Und dann, ne? Lass ruhig auf, dann geht er vielleicht einmal zurück. Jetzt habt ihr hier das Druckstück, das passt halt perfekt hier durch. Das hat einen Durchmesser von 57,5 mm. Ne, so sieht es dann im Prinzip aus. Einmal hier von innen richtig sauber machen und dann direkt das neue einpressen. Hier ist das alte. Und zwar haben wir hier von beiden Seiten einen Pfeil. Also im Prinzip auf der Höhe hier. Und dieser Pfeil, wenn wir jetzt den Querlenker einmal umdrehen, muss genau auf diese Markierung hier zeigen. Das heißt, Pfeil hier, Markierung da. So muss das dann am Ende aussehen. Ne, immer dran denken, immer auf die Markierung achten. Meistens sind da Pfeile drauf. Und entweder müssen die dann halt auf eine Markierung im Querlenker zeigen oder in Fahrtrichtung oder wie auch immer. Das müsste natürlich immer von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich beurteilt werden und dann entsprechend natürlich eingebaut werden. So, dann drücken wir das Ding wieder rein. Wenn wir hier die Markierung haben, nehme ich das jetzt andersrum. Jetzt kommen wir da von der Höhe nicht hin. Jetzt setzen wir ihn erstmal so, ne? Am besten. Ja, das passt doch. So, also erstmal ansetzen. Ja. Wo ist er denn hier? Da. So, jetzt geht er natürlich nicht weiter rein, deswegen müssen wir jetzt wieder lösen hier. Entsprechend hier drauf setzen. Passt natürlich von der Höhe wieder nicht. Das müsste schon reichen. So, Daily. Querlenker wieder rein, im Prinzip hier in die Führung und hier wieder unter den Stoßdämpfer. Da gehen wir natürlich zuerst rein. So, dann setzen wir den direkt. Und natürlich wird man den richtig reinsetzen. So, über die Lenkstange und dann hier wieder in die Führung rein. Blöd hier. Müssen wir natürlich in die Schraube raus, ja, ne? So, guck mal. So, jetzt müsste der sitzen. Wieder festziehen.
Was habe ich jetzt denn festgezogen? War das hier 18? So. Ja, Leute, wieso ziehen wir das jetzt hier nicht komplett fest? Liegt daran, dass wir natürlich dieses Gummilager jetzt ausgerichtet haben, entsprechend dem Querlenker. Und wenn wir die jetzt festballern würden, würde sich ja gar nichts mehr hier rühren. Das heißt, wenn das Auto dann einfedert, würde sich dieser Gummikern in sich verziehen, weil er denkt, das wäre jetzt hier die Normallage. Deswegen, wenn das Ding gleich auf dem Boden ist, richtet sich der ganze Querlenker aus. Dann haben wir die ja sogenannte Nulllage, Leergewichtslage im Querlenkerlager. Dann wird die Schraube festgezogen und dann kann das Querlenkerlager auch vernünftig arbeiten. Viele ballern das einfach so fest und wundern sich, warum nach ein paar hundert oder ein paar tausend Kilometern der Querlenker oder das Lager wieder kaputt ist. Das ist einfach nur falscher, nicht gewissenhafter Einbau. So, jetzt geht es darum, den Querlenker hier unten jetzt wieder zu montieren. Das heißt, die große Scheibe wieder drauf. Dann kommt die 22er Mutter. So, jetzt haben wir hier natürlich das Problem, dass sich der Kugelkopf mitdreht. Da kümmern wir uns gleich drum. Wir schieben jetzt erstmal das Federbein wieder hoch, machen das fest und dann können wir gleich mit dem Montiereisen den Querlenker runterdrücken und dann vernünftig anschrauben. Damit verkeilen wir halt im Prinzip den Kugelkopf von oben, weil jetzt dreht sich das hier alles mit. So, passt. So, jetzt müssen wir die Koppelstange wieder montieren. Ich habe ja nur den Halter von der Koppelstange gelöst. Ich sehe schon, hat schon einer vor mir drin probiert. Ey. Hat die Schraube schon schief reingesetzt. Echt? Ja, ja. Ist das Gewinde schon verwurstet. So, das geht aber hier. Ja, siehst du schon wieder so, die erste Windung schon weg ist. Das ist die Klemmschraube hier. Das. Jetzt müsst ihr euch einmal hier unten halten. So. Kriegst du mit? Weiß ich nicht. Wie viel ziehen wir die an? 120. Knack. Ja, knack. So, ja, wie gesagt, wir kümmern uns jetzt noch um die andere Seite. Wenn beides fertig ist, ablassen, hier einmal nachziehen, Abdeckung wieder drauf und dann seid ihr durch. So, auf der Seite haben wir jetzt das Problem gehabt, dass wir den Querlenker hier unten nicht aus dem Radlagerhäuse rausgedrückt bekommen. Also ums Verrecken jetzt nicht. Ich glaube, wir haben jetzt über eine halbe Stunde da gebraucht. Deswegen haben wir uns über was überlegt. Und gesagt, okay, wir haben ja die Pressstücke, auf beiden Seiten sind jeweils Löcher. Und da haben wir uns jetzt mit einer Gewindestange im Prinzip eine Pressvorrichtung gebaut. Wie gesagt, wenn ihr keine Presse zu Hause habt, dann kann man das auch so machen, wenn ihr die passenden Stücke halt zum Auspressen habt. Ja, wollten nur mal zeigen, wie das so funktionieren kann, auch ohne Presse zu Hause. Jetzt gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie wir uns das hier vorstellen. Dass wir jetzt im Prinzip hier mit der Ratsche einfach nur das Querlenkerlager hier rausdrücken. Und wie man schon sehen kann, drückt sich das hier durch. Also Presse für Arme. Ist ein bisschen kraftaufwendiger, die ganze Geschichte natürlich, aber funktioniert am Ende genauso. So,
Jetzt natürlich wieder das ganze Zeug zurückdrehen. So. So, wie ihr seht, Querlenkerlager ist raus. Jetzt müsst ihr euch einfach nur das neue entsprechend wieder ausrichten auf die Markierung. So, sind jetzt fast durch. Jetzt hier noch ein Stück. Messschieber haben wir den einmal kurz, dann kann ich einmal kurz testen, ob das passt. Das ist halt so Hartz-IV-Methode so ein bisschen, ne? Aber man muss sich halt zu helfen wissen. Wie viel haben wir denn jetzt hier? Jetzt mal erstmal anmachen, das Ding. Ach, der ist ja schon passend eingestellt, ne? So. Ah, perfekt. Der sitzt perfekt. Ja, ne, somit haben wir das jetzt drin. Natürlich lösen. So. Einmal alles auseinanderbauen. Also kleiner Pro-Tipp. Wenn ihr jetzt keine Pressstücke habt für die Presse, guckt mal, dass ihr irgendwie so möglichst große Nüsse bekommt. Meistens ist das hier so 3/4 Zoll Ausstattung. Ich glaube, der Karlgraf, der schraubt an Panzern in der Freizeit noch. Mit so riesen Werkzeug und sowas hat kein normaler Mensch zu Hause. Aber wie gesagt, Querlenkerlager ist drin. Einmal alles rein. Und dann gleich runter und dann nur noch einmal alles festziehen, wenn das Ding steht, und dann sind wir durch. Ja Leute, es ist doch nicht 10 Uhr geworden, es ist 11 Uhr geworden. Das war auch ein scheiß Kampf, ey, das ist der Wahnsinn. Also, ich kann es auch jedem nur empfehlen, wirklich, tauscht einfach die scheiß Querlenker komplett aus. Also, aber wir haben es irgendwie hinbekommen jetzt, ne, mehr schlecht als recht am Ende, aber es funktioniert. Es funktioniert. Das ist das Armo. Es funktioniert. Das Armo, ne? Und ich denke mal, viele können das irgendwie auch nachvollziehen, haben selbst schon mal um so eine Uhrzeit in der Garage gestanden, sind einfach nur müde und wollen jetzt weg. Ne? Ja, aber also, wird auch nicht mehr. Ja, irgendwann hast du auch eigentlich keinen Bock mehr. Ne? Aber du kannst ja auch nicht einfach Karre stehen lassen und sagen, ja, jetzt... Nee, das, hat, das muss halt fertig werden. Muss dann, ne? Frau fertig. Meldet sich schon, wo bist du und hier und da. Aber gut. Meine kennt das. Ich denke mal, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Das hoffe ich. Ne? Auf einmal mein Morgen. Besucht vom Kargraf den Kanal, der hat auch nochmal ein kurzes Video, nicht so detailliert, aber so ein paar Ausschnitte hat er auch gemacht. Ich weiß nicht, wann das hochlädt, irgendwann dann. Kommt bestimmt. Kommt bestimmt bald. Und ja, lasst ein Like da, Abo natürlich, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis dann, haut rein, ciao, ciao.